Das ständige Tanken, der Lärm, der Gestank und die Abgase, die tonnenweise täglich in die Umwelt abgegeben werden. Müssen wir uns daran gewöhnen? Oder haben wir uns schon an den Lärm und das Leben neben der Autobahn gewöhnt? Liebe Jury, liebe Jugendliche und Erwachsene, ich heiße Mara Tritscher und möchte heute über das Thema Hat E-Mobilität Zukunft reden? Doch warum genau dieses Thema? Und warum suche ich mir so ein komisches Thema aus? Ich, eine Jugendliche vom Land, die doch mit Elektrofahrzeugen sicher nicht viel am Hut hat, oder? Naja, so genau kann man das jetzt nicht sagen. Ich habe schon einige Erfahrungen mit Elektrofahrzeugen gemacht. Ich fahre nämlich als Einzige in meiner Region ein Elektromoped und bin stolz darauf. Doch warum eigentlich ein Elektromoped? In der heutigen Zeit, wo es doch so viele verschiedene normale Benziner gibt, in allen möglichen Formen und Farben, ob Vespa oder Trail. Es gibt doch heutzutage schon alles, was das Herz begehrt. Angefangen vom passenden Helm, über den coolsten Rädern bis hin zu den krassesten Sounds, die doch eigentlich ein Moped haben sollte, oder? Doch ich dachte mir, warum eigentlich mit der Menge gehen? Warum einer Herde Schafe hinterherlaufen, wenn man doch einmal etwas Besonderes sein kann? Also heißt es für mich Strom statt Benzin. Und warum? Ganz einfach eigentlich. Damit ich, wenn ich nachts nach Hause komme, meine Gäste zu Hause nicht aufwecken kann. Denn wer von uns möchte gerne, überhaupt im Sommer, bei geöffneten Fenstern von einem Motorgeräusch geweckt werden? Wohl die wenigsten von uns. Außerdem ist es umweltfreundlich. Und das ist es, was mich als Biobäuerin besonders fasziniert. Doch viele von euch werden sich jetzt denken, ist so ein E-Moped nicht eigentlich viel teurer als ein normales? Naja, im ersten Moment vielleicht schon. Die Anschaffung ist nicht gerade billig. Doch langfristig gesehen erspart es mir einiges. Denn bis auf ein paar Reparaturen, die hin und wieder auch bei normalen Fahrzeugen vorkommen, brauche ich nichts tanken. Wie nichts tanken? Naja, bei einem Elektrofahrzeug geht es so. Einfach zu Hause eine Stunde anstecken und du kannst bedenkenlos deine Runden wieder drehen. Toll, oder? Denn einmal voll tanken kostet bei einem Moped schon viel. Und bei einem Auto kostet mich das doch auf Dauer ein Vermögen, oder? Denn einmal voll tanken bei einem Elektromoped kostet mich höchstens 10 Cent. Und bei einem Auto kann es nicht viel teurer werden. Und die Umwelt? Wo soll denn der Strom herkommen, der aus der Steckdose fließt? Etwa aus Atomkraftwerken, so wie sie bei unseren Freunden in Deutschland schon stehen? Nein, wir Österreicher sind da schon viel weiter. Und bei uns, bin ich mir sicher, kommt ein großer Teil des Stromes aus natürlichen Quellen, wie zum Beispiel aus Wasser, Wind, Sonne und vor allem aus Biogasanlagen. Umweltfreundlich eben. Die Umwelt wird nicht weiter belastet und die Ozonschicht nicht weiter geschädigt. Und das ist es doch, was wir alle wollen, oder? Und das Beste bei so einem Mobil ist, es stinkt nicht. Und das ständige Njum mitten in der Nacht bleibt uns allen erspart. Natürlich gibt es auch einige Macken und Mängel bei so einem Fahrzeug. Zum Beispiel die Reichweite ist noch nicht ganz ausgereift. Aber sind wir mal ehrlich, gab es Macken und Mängel nicht auch bei den heutigen Mobilen? Es gab sie und es gibt sie immer noch. Man täglich Explosionen, viele Unfälle und Verletzte, von denen man heutzutage noch in den Radios hört. Doch hält uns das ab, Auto zu fahren? Nein. Und heutzutage fährt doch jeder Zweite sein Stinkmobil quer durch die Weltgeschichte. Obwohl wir eigentlich wissen, dass wir unsere Umwelt und unseren Lebensraum damit schleichend und qualvoll vernichten. Ist das die Zukunft? Wollen wir das unseren Kindern und Enkelkindern hinterlassen? Eine Giftwolke aus Abgasen. Klar, sicher ist es nicht. Aber die heile Welt, von der so viele reden, die gibt es schon lange nicht mehr. Ich will versuchen, etwas zu verändern. Oder zumindest das bewahren, was wir noch haben.
Ich will versuchen, meinen Kindern die kleinen Flecken in der Landkarte noch zu zeigen und nicht dazu zu sagen, dort war mal Land. Doch jetzt müssen wir danach doch. Egal, ob Moped, Auto oder andere E-Fahrzeuge, ich will es versuchen, etwas zu verbessern für meine Kinder und Enkelkinder. Auch wenn sie denken, die denkt schon weit in die Zukunft, die ist doch Jahrzehnte voraus, ist es mir egal. Besser früher etwas tun, als später darüber nachzudenken und sich zu beschweren, was wir besser machen hätten können. Ich bin mir sicher, E-Mobilität ist ein Fortschritt, uns viel gesünder und umweltfreundlicher durchs Leben bringen kann. Deswegen versuche ich, jede Art dieser Fortbewegung zu unterstützen. Nicht nur für mich, sondern für uns alle. Und das sollten Sie auch tun. Denken Sie an unsere Jugend. Denken Sie an unsere Nachkommen. Was wollen Sie ihnen hinterlassen? Ich bin mir sicher, E-Mobilität hat Zukunft.